Hallo Leute, ich glaube, jeder hat mindestens einmal in seinem Leben McDonald's-Pommes gegessen. Sie wird aus billigen Pommeskartoffeln hergestellt. Ich glaube, dass diese Pommes schmackhaftlich, vorbildlich ist und eine Note 10 von 10 verdient. Heute werden wir Pommes aus einigen der seltensten und ungewöhnlichsten Kartoffeln der Welt zubereiten und probieren, wie sie sich im Geschmack unterscheiden. Wir haben hier eine Menge Versuchskaninchen. Alle diese Sorten sind unterschiedlich und wurden in verschiedenen Epochen gezüchtet. Beginnen wir mit der Sorte Vitellotte. Man sagt, dass sich der Geschmack dieser Kartoffel mit ihrem nussigen Aroma von den üblichen Kartoffeln unterscheidet. Es ist also sehr interessant zu probieren. Wir nehmen sie raus und beginnen sie zu schälen. Im Inneren haben wir lila Fruchtfleisch. Es ist das erste Mal, dass ich solche Kartoffeln sehe. Wie wir sehen können, ist die Kartoffel nicht ganz lila, sondern hat weiße Flecken. Das sieht sehr interessant aus. Wir machen weiter. Das war's, wir haben ein ganzes Kilo geschält. Jetzt müssen wir sie in Stücke schneiden. Zuerst in Scheiben. Im Schnitt sieht es so aus, als ob es keine Kartoffel ist, sondern ein Stück Marmor. Dann schneiden wir in Stifte. Alle Stifte sollten etwa gleich dick sein, damit sie im Öl gleichmäßig frittiert werden können. Wir machen weiter. Endlich sind wir fertig. Aber es ist noch zu früh, sie zu frittieren. Wir müssen die überschüssige Stärke loswerden. Dazu legen wir sie in kalte Wasser. Und 15 Minuten lang einweichen. Die Zeit ist um. Aber die Kartoffeln sind nice und man kann sie nicht frittieren. Also breiten wir Papiertücher auf den Tisch aus. Und legen die Kartoffeln drauf, damit sie die überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen. Auch die Oberseite mit einem Tuch abtrocknen. Das war's, wir schütten die trockenen Kartoffeln in eine Schüssel und gehen zum Herd. Wir müssen 3 Liter Öl in einen Topf gießen. Und es gut erhitzen. Um die Temperatur zu kontrollieren, benutze ich ein Thermometer. Wenn das Öl über 180 Grad erhitzt ist, kann man die Kartoffeln da reinkippen. Und wir frittieren sie, bis sie knusprig werden. Das ist nach 7 Minuten der Fall. Wir nehmen sie aus dem Öl und legen sie auf Papiertücher, damit das überschüssige Öl abtropft. Im Grunde ist die Pommes jetzt fertig. Aber der letzte Schritt ist salzen. Und mischen. Das war's, wir können sie in ein Serviergitter legen. Die ungewöhnliche lila Pommes ist fertig. Probieren wir sie mal. Knusprige, leckere Pommes, aber es gibt keinen nussigen Geschmack. Es ist eher bitter, wie bei einer Walnuss. Ich gebe eine 9 von 10 Punkten. Die nächste Kartoffelsorte heißt Alouette. Wir nehmen sie aus dem Netz. Es heißt, dass die Kartoffelsorte neben der nussigen Note auch süßer als die violette ist. Schälen. Und wir sehen, dass die Farbe des Fruchtfleisch rosa ist, was sehr ungewöhnlich aussieht. Wir schälen weiter. Wie auch bei den violetten Kartoffeln ist auch hier die Farbe nicht einheitlich, sondern fleckig. Wir müssen alle Kartoffeln schälen. Geschafft! Wieder sieht es aus wie eine Handvoll Edelsteine. Als nächstes ist das Schneiden dran. Das gleiche, erst in Scheiben und dann in Stifte. Und das Ganze mit allen Kartoffeln.
Kartoffelstifte sind fertig. Jetzt ins Wasser. Nach 15 Minuten das stärkehaltige Wasser abgießen. Und die restliche Feuchtigkeit gut entfernen. Dann können wir sie in die Fritteuse schicken. Auch diese Kartoffeln brauchen genau 7 Minuten, um eine knusprige Kruste zu bekommen. Man kann sie jetzt rausnehmen. Die Pommes ist fertig. Nur noch salzen, damit es besser schmeckt. Geschafft. Die fleckige Pommes ist fertig. Lass uns es probieren. Es ist wirklich knusprig, aber der Geschmack ist genau wie bei der letzten Kartoffel. Auch 9 von 10 Punkten. Die nächsten sind Taro-Kartoffeln. Es sind nicht wirklich Kartoffeln, aber ein sehr naher Verwandter. Es gilt als das älteste Wurzelgemüse. Sie wurden bereits vor 3000 Jahren angebaut und sieht eher aus wie eine kleine haarige Kokosnuss. Wir schälen sie auch. Und man kann das weiße Fruchtfleisch im Inneren sehen. Vom Gefühl her kann ich sagen, es ist wirklich dichter als Kartoffel. Fast wie bei Kokosnuss. Die erste ist geschält. 6 weitere sind dran. Taro enthält viel mehr Stärke als normale Kartoffeln. Und wenn es mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, produziert es sofort Schleim. Wir stellen es auch in Stifte. Geschafft. Wegen des hohen Stärkegehalts der Taro weichen wir sie auch länger in Wasser als normale Kartoffeln aus. Etwa eine halbe Stunde. Nach dieser Zeit ist das Wasser sehr trüb geworden. Wir können das Ganze rausnehmen. Und wir tauchen das Ganze in Papiertücher ein. Wie man sieht, verwenden wir überall die gleiche Kochtechnik. Damit wir einen möglichst objektiven Geschmackstest machen können. Aber in die Fritteuse. Im Gegensatz zu den Kartoffeln ist der Taro sehr schnell gegart. Nur 4 Minuten. Rausnehmen. Natürlich auch salzen. Und es ist bereit zu servieren. Die prähistorische Pommes ist fertig. Schauen wir es mal an. Es sieht sehr trocken aus. Zum Geschmack. Der Geschmack ist nicht schlecht. Es ist wie bei Kartoffeln, aber die Konsistenz ist zu dicht. Es gibt nicht den weichen Teil im Inneren, den wir gewohnt sind. Es ist unangenehm zu kauen. Ich gebe eine 6 von 10 Punkten. Als nächstes ist die Topinambur an der Reihe. Man könnte auch sagen, ein sehr naher Verwandter der Kartoffel. Aber die Kollen sehen eher aus wie Ingwerwurzeln. Um Stangen in der gewünschten Form zu erhalten, müssen wir gnadenlos große Stellen von allen Seiten abschneiden. Den Rest der Schale entfernen wir mit einem Gemüseschäler. Geschafft! Jetzt können wir das Fruchtfleisch in Stifte schneiden. Das gleiche machen wir mit den restlichen Wurzeln. Auch sie zum Einweichen ins Wasser legen. Übrigens können diese Kollen im Gegensatz zu Kartoffeln auch roh gegessen werden. Es schmeckt wie Rettich mit Erbsengeschmack. Wir entziehen ihr die überschüssige Feuchtigkeit und frittieren das Ganze. Wir haben es etwa 5 Minuten lang frittiert, wobei sich ein sehr reichhaltiger, ungewöhnlicher Geschmack entwickelt hat. Wir können es aus dem Öl nehmen.
salzen und mischen. Servieren. Die Topinambur-Pommes ist fertig, aber sie sieht schlechter aus als Kartoffel. Ich frage mich, wie es wohl schmeckt. Zuerst schmeckt es süß und dann ein sehr unangenehmer Plastikgeschmack. Das ist ekelhaft. 1 von 10 Punkten. Als nächstes haben wir Yamswurzeln. Oder wie man sie auch nennt, Süßkartoffeln, weil sie einen hohen Zuckergehalt haben. Die Kollen sind sehr groß, sodass es ein Vergnügen ist, sie zu schälen. Im Inneren können wir das orangenfarbene Fruchtfleisch sehen. Wenn man sie aufschneidet, spürt man, dass das Fruchtfleisch viel dichter ist als bei einer normalen Kartoffel. Es ist eher wie bei einem Kürbis. Wir müssen das Ganze auch in Stifte schneiden. Süßkartoffeln haben weniger Stärke als bei Kartoffeln. Man muss sie also gar nicht einweichen, sondern einfach frittieren. Wir haben sie 7 Minuten lang frittiert. Sie sind schon braun, aber die knusprige Kruste hat sich noch nicht gebildet. Rausnehmen, bevor sie anbrennen. Etwas salzen. Und servieren. Die Süßkartoffelpommes ist fertig. Jetzt probieren. Sie ist sehr süß und schmackhaft. Aber weil sie nicht knusprig ist, gebe ich eine 8 von 10 Punkten. Und als letztes für heute junge Kartoffeln. Sie sind viel süßer und schmackhafter als normale Kartoffeln. Und ich verstehe nicht, warum man aus ihnen nicht Pommes macht. Schnell schälen. In Stifte schneiden. Einweichen. Abtrocknen und frittieren. 5 Minuten später perfekte goldene Farbe. Rausnehmen. Salzen. Und wir haben eine junge Pommes. Probieren wir mal. Sehr lecker, aber ist immer noch nicht so knusprig wie bei McDonald's. Allein dafür gebe ich eine 9 von 10 Punkten. Fazit, ganz einfach, wie selten, teuer und exotisch die Kartoffeln auch sind, die gewöhnlichste Kartoffel ist immer noch viel schmackhafter. Abonniert den Kanal und bitte liken. Tschüss an alle!